Hallo, herzlich willkommen. In diesem Video beschäftigen wir uns mit den Stamm- und Bewegungsdaten der Komponente Vertrieb in S/4HANA. Wir sehen hier mein Fiori Launchpad. Im Gegensatz zu den Organisationsdaten werden wir uns die Stamm- und Bewegungsdaten direkt im SAP S/4HANA-System anschauen. Die zugehörigen Apps finden wir in der Gruppe Sales and Distribution. Sie sehen, hier gibt es eine Reihe von Kacheln, auf die werden wir jetzt gleich eingehen. Das erste Stammdatum, das wir uns anschauen, sind die Geschäftspartner. Bevor wir uns jedoch die Geschäftspartner wirklich direkt im SAP S/4HANA-System anschauen, in der App Geschäftspartner Stammdaten verwalten, noch ein kleiner Hinweis mit einer Folie zu dem Thema Geschäftspartner. Ich habe in unserem Miroboard einen Frame aufgebaut, der Ihnen mal verdeutlichen soll, in welchen Beziehungen und Rollen Geschäftspartner zueinander stehen können. Wir werden nämlich gleich, wenn wir uns die Geschäftspartner im System anschauen, genau diese Beziehungen und Rollen auch kennenlernen. Ja, ich habe hier so ein fiktives Beispiel aufgebaut. Da gibt es zwei Unternehmen. Das eine ist die Metro AG hier auf der linken Seite. Das andere ist die SAP SE auf der rechten Seite. Beide Unternehmen sind Aktiengesellschaften und haben jeweils einen CEO. Das ist der Christian Klein bei der SAP und der Steffen Gräubel bei der Metro AG. So, und Sie sehen schon, ich habe zwei unterschiedliche Icons gewählt. Zum einen gibt es eben Organisationen wie SAP SE oder Metro und es gibt auch Personen, wie zum Beispiel den Christian Klein. Und diese Organisationen und Personen können im SAP S/4HANA-System als Geschäftspartner abgebildet werden. Ja, und ein Geschäftspartner hat eben auch unterschiedliche Rollen. Das Ganze habe ich mal versucht, hier am Beispiel der Metro AG und der SAP SE darzustellen. Die SAP kauft sicher in großen Mengen zum Beispiel Getränke oder Nahrungsmittel für ihre Kantine ein. Für sie ist die Metro AG also ein Geschäftspartner in der Rolle Lieferant. Metro AG liefert bestimmte Produkte an SAP. Gleichzeitig ist die Metro AG aber auch ein Geschäftspartner in der Rolle Kunde, weil die Metro AG ein SAP-Kunde ist und verschiedene SAP-ERP-Systeme betreibt. Also Sie sehen, hier gibt es keine strikte Trennung zwischen Kunden und Lieferanten. Abhängig vom Prozess ist die Metro AG einmal Kunde, ja, wenn sie bei SAP Produkte wie ein ERP-System einkauft, oder auch Lieferant, wenn sie der SAP Lebensmittel liefert. Und untereinander können diese Unternehmen jetzt natürlich auch wieder in weiteren Beziehungen stehen. Ja, die SAP hat Tochtergesellschaften, hat verschiedene Standorte. Diese Standorte haben jeweils verantwortliche Ansprechpartner für eine Lieferung oder haben einen Standortleiter oder was weiß ich. Also sie können extrem komplexe Netzwerke haben, die ihre Geschäftspartner bilden. Und genau das lässt sich dann auch im SAP-System, im S/4HANA, mit dem Stammdatenobjekt Geschäftspartner abbilden. Schauen wir uns also jetzt mal die Stammdaten des Geschäftspartners im S/4HANA an. Dazu öffnen wir die App Geschäftspartner Stammdaten verwalten. Es gibt hier verschiedene Suchkriterien. Ich werde jetzt diese Suchkriterien direkt erweitern und das würde ich Ihnen empfehlen auch zu tun. Wir werden hier nämlich einen zusätzlichen Filter hinzufügen. Den Filter, den wir brauchen, ist der Suchbegriff, genauer gesagt der Suchbegriff 1. Warum benötigen wir diesen Filter? Das zeige ich Ihnen einfach mal. Ich suche jetzt ohne weitere Einschränkung nach Geschäftspartnern. Sie erkennen direkt, dass es hier diesen Geschäftspartner Olympic Protective Gear mehr als einmal gibt, ja, mit unterschiedlichen Geschäftspartnernummern. Wenn wir hier eine weitere Einschränkung wählen und mal nach Olympic Protective suchen, werden Sie sehen, diesen Geschäftspartner gibt es eben in unserem SAP-System 1000 Mal. Was ist der Hintergrund? In diesem SAP-System, das wir für die Vorlesung verwenden, soll jeder der Studierenden den gleichen Prozess durchführen können, ohne von anderen Studierenden beeinflusst werden. Also wenn Sie zum Beispiel Olympic Protective Gear bei Olympic Protective Gear ein bestimmtes Material bestellen wollen, dann soll das
für jeden Studierenden gleich aussehen, unabhängig davon, ob andere Studierende diesen Prozess schon durchgeführt haben, vielleicht einen Fehler gemacht haben oder auch nicht. Deshalb ist unser SAP-System so aufgebaut, dass alle Stammdaten 1000-mal gedoppelt sind. Es gibt jeden Kunden 1000-mal. Es gibt jedes Material 1000-mal. Immer identisch angelegt, nur mit einem kleinen Unterschied in der Nummer. Das macht es jetzt natürlich für Sie relativ schwierig, den Ihnen zugeordneten Geschäftspartner zu finden. Und das läuft genau über den Suchbegriff. Sie haben einen Benutzer, der ist aufgebaut Learn und dann drei Zahlen. Und diese drei Zahlen am Ende sind genau Ihr Suchbegriff. Ich verwende immer den Suchbegriff 000, also ich suche jetzt hier mit dem Suchbegriff 000. Und jetzt bekomme ich eben nicht mehr 1000 Geschäftspartner, die alle Olympic Protective Gear heißen, sondern ich bekomme jeden Geschäftspartner, der mir zugeordnet ist, genau einmal. Das sind in diesem Fall jetzt 50 Stück. Weil ich in Zukunft immer mit meinen Geschäftspartnern arbeiten will, werde ich mir jetzt an dieser Stelle diese Einstellung auch als meine Standardeinstellung sichern und damit soll direkt gestartet werden. Wir sehen jetzt, wir haben hier 50 Geschäftspartner. Diese Geschäftspartner sind in unterschiedlichen Rollen. Es gibt 25 Lieferanten und es gibt weiter unten 25 Kunden. In diesem Video soll es aber um die Stammdaten mit dem Fokus auf den Vertrieb gehen. Deswegen werden wir uns jetzt einen Geschäftspartner in der Rolle Kunde anschauen. Ja, und das machen wir, indem wir unsere Suche noch zusätzlich auf die Rolle Kunde einschränken. Und wenn wir das machen, bekommen wir eben als Ergebnis der Suche die 25 Kunden, die mir zugeordnet sind. Davon befindet sich ein Teil in der USA und ein Teil eben in Deutschland. Für die weitere Darstellung des Geschäftspartners in der Rolle Kunde werden wir jetzt diesen ersten Geschäftspartner Rocky Mountain Bikes verwenden. Wenn ich da draufklicke, navigieren wir zum Factsheet zu diesem Geschäftspartner. Wir sehen hier jetzt die allgemeinen Daten, die übergreifend für den ganzen Mandanten gültig sind. Was finden wir hier an Daten? Hier gibt es zum einen den Namen der Firma, hier gibt es den Suchbegriff, den wir gerade gesehen haben, und es gibt verschiedene Datenbereiche, zum Beispiel Adressen, Zahlungskarten und so weiter. Wenn wir jetzt auf die Gruppe Rolle klicken, navigieren wir in den Bereich Rolle und hier sehen wir, dass dieser Geschäftspartner zwei Rollen hat, nämlich Debitor und Kunde. Er ist also ein Debitor aus Sicht der Debitorenbuchhaltung und ein Kunde aus Sicht des Vertriebs. Wir können jetzt zu diesen beiden Rollen navigieren, wenn wir hier auf diesen Pfeil klicken und das ändert jetzt die Sicht. Wir sehen nach wie vor den gleichen Geschäftspartner, aber sehen jetzt eben rollenspezifische Informationen. Was heißt das? Zum einen haben wir nach wie vor die allgemeinen Daten, die haben sich nicht geändert. Aber wir sehen jetzt an dieser Stelle auch Buchungskreis- und vertriebsspezifische Informationen. Navigieren wir mal auf die Buchungskreisdaten. Was sehen wir hier? Das sind die Buchungskreisdaten, die für diesen Geschäftspartner genau in dem Buchungskreis US00 gültig sind. Ja? Hier gibt es ein bestimmtes Abstimmkonto, das die Integration zwischen dem Debitorenbuchhaltung und dem Hauptbuch darstellt. Es gibt zum Beispiel Zahlungsbedingungen, es gibt Sperren und wenn wir hier weiter gucken, finden wir jetzt noch weitere nur für den Buchungskreis gültige Informationen. Das heißt insbesondere auch, dass wir für den Buchungskreis DE diese Daten anlegen könnten und abweichend pflegen. Ja, für den Buchungskreis DE könnten zum Beispiel andere Zahlungsbedingungen gelten. Den zweiten großen Bereich, der sich unterscheidet, das sind die Vertriebsbereichsdaten. Die sind auch nur in der Rolle Kunde verfügbar. Ja, Vertriebsbereiche, können Sie sich erinnern, habe ich Ihnen erläutert in dem Video zu den Organisationsdaten. Wenn Ihnen der Begriff Vertriebsbereiche nichts mehr sagt, klicken Sie nochmal auf das Video, das ich Ihnen entsprechend verlinkt habe. Dieser Geschäftspartner ist in unterschiedlichen Vertriebsbereichen angelegt, nämlich genau in den vier hier zu sehenden US West,
jeweils mit dem Vertriebsweg Internet in den Sparten so und US West im Vertriebsweg Großhandel, auch entsprechend im Zubehör und Fahrräder. Und was diese Vertriebsbereichsdaten sind, das sehen wir zum Beispiel hier, da gehört sowas dazu wie die Währung, die auf Vertriebsbereich gepflegt werden, International Commerce Terms oder auch das Auslieferungswerk. Ja? Am Vertriebsbereich hängt also, aus welchem Werk geliefert wird. Und wir werden sehen, wenn ich jetzt zurücknavigiere und auf einen anderen Bereich klicke, könnten hier unterschiedliche Daten gepflegt sein. In unserem System ist das nicht der Fall. Hier sind alle Vertriebsbereiche mit den gleichen Vertriebsbereichsdaten gepflegt. Aber Sie sehen, zu einem Geschäftspartner gibt es eigentlich drei große Datenbereiche. Zum einen die allgemeinen Daten, übergreifend gültig sind. Dann diese buchungskreisspezifischen Daten, die sich auf den Buchungskreis beziehen, und vertriebsbereichsspezifische Daten, die sich auf den Vertriebsbereich beziehen. Was wir auch gesehen haben in meinem einführenden Beispiel ist, dass Geschäftspartner in unterschiedlichen Prozessen unterschiedliche Rolle haben können. Wenn jetzt dieser Kunde Rocky Mountain Bikes zusätzlich auch einen Lieferant her, dann müsste er noch die Rolle Lieferant bekommen. Das zeige ich Ihnen einmal. Ich klicke hier auf Bearbeiten, dann navigieren wir zu dem Bereich Rollen und hier kann ich jetzt eine zusätzliche Rolle anlegen. Jetzt suchen wir uns die Rolle Lieferant, das ist diese. Und auch hier ist es wieder so, dass ich einen Lieferant sowohl aus der Sicht der Materialwirtschaft als auch aus der Sicht der Kreditorenbuchhaltung brauche. Und jetzt hätte dieser Geschäftspartner eben auch die beiden Rollen Lieferant. Das Ganze kann ich jetzt speichern und könnte diesen Geschäftspartner eben jetzt sowohl als Kunde als auch als Lieferant verwenden. Oder wo werden diese Rollen eine Auswirkung haben? Außer bei den Daten, die wir speichern können, ist es natürlich auch so, dass ein Geschäftspartner, der nicht die Rolle Kunde hat, auch nicht als Kunde in einem Kundenauftrag zum Beispiel einsetzen kann. Sondern nur wenn der Geschäftspartner diese Rolle hat, dann kann er auch die Rolle in einem der Prozesse spielen. Wir haben jetzt eben einen Geschäftspartner, unsere Rocky Mountain Bikes, die verschiedene Rollen hat. Ja, aber wir haben gesehen, dass Geschäftspartner noch in weiteren Beziehungen stehen können. Es kann zum Beispiel so Beziehungen geben zwischen Organisation und Person. Eine Person ist ein Geschäftsführer oder ist Vertriebsleiter oder irgendwann eine andere Rolle. Und um Ihnen das zu zeigen, legen wir jetzt erstmal eine neue Person an. So, wir gehen wieder auf unsere App Geschäftspartner verwalten. Jetzt legen wir aber eine Person an. Ein Geschäftspartner, Person. Dem geben wir jetzt erstmal keine Rolle, sondern ich gebe ihm meinen Namen, gebe noch einen Ort, ein Land, eine Region und eine Sprache an. Die Region habe ich leider nicht richtig ausgewählt. So. Und jetzt können wir diesen Geschäftspartner anlegen und können hier jetzt weitere Daten zu diesem Geschäftspartner pflegen. Ich werde jetzt an dieser Stelle nichts weiter tun, außer vielleicht ja, ein paar Standarddaten pflegen. Ja, zum Beispiel meine Webseite können wir hier hinterlegen oder meine E-Mail-Adresse. Und dann legen wir diesen Geschäftspartner an. Eine Kleinigkeit habe ich noch vergessen. Deshalb gehe ich hier nochmal auf Bearbeiten. Ich werde natürlich auch den Suchbegriff auf 000 setzen, sodass ich diesen Geschäftspartner einfach wieder identifizieren kann. Ja, so eine natürliche Person. Und wenn wir schon dabei sind, pflegen wir auch den Titel. Was ich Ihnen jetzt zeigen will, wie man Geschäftspartner in so eine Beziehung setzt, wie eine Person ist Geschäftsführer. Und dafür navigieren wir jetzt wieder zurück auf unsere App Geschäftspartner verwalten, suchen uns dieses Olympic Protective Gear. Und wir wollen jetzt für Olympic Protective Gear eben sogenannte Ansprechpartner hinterlegen. Hierzu müssen wir den Geschäftspartner bearbeiten. Wenn wir dann in den Bereich Ansprechpartner klicken, kann ich hier eine neue Ansprechpartnerbeziehung anlegen. Ja? Also was wir jetzt hier machen können, wir können diese Beziehung pflegen, ja? Eine Ansprechpartnerbeziehung.
Diese Ansprechpartnerbeziehung ist auch mit einer zeitlichen Gültigkeit behaftet, weil vielleicht eine Person nicht auf Lebenszeit CEO von einem Unternehmen ist, sondern nur in einem bestimmten Zeitraum. Und das lässt sich eben hier abbilden. Also, wir legen jetzt diese Ansprechpartnerbeziehung an. Wir müssen unseren Ansprechpartner suchen. Das ist den, den wir gerade angelegt haben. Ja, und er soll jetzt ab heute bis, wir nehmen mal irgendeinen Termin in der Zukunft, Ende nächsten Jahres in einer bestimmten Beziehung stehen. Dazu können wir jetzt noch Details pflegen. Nämlich die Funktion ist, ja, dass der hier Vorstand ist. Das Ganze können wir übernehmen und sichern. Und jetzt haben wir eine Beziehung hergestellt, ja, die jetzt zwischen unterschiedlichen Geschäftspartnern ist. Der Geschäftspartner Olympic Protective Gear hat einen Ansprechpartner Christian Trumm, der in einem bestimmten Zeitraum Geschäftsführer ist. Und spannend ist natürlich auch, dass mit dieser Ansprechpartnerbeziehung auch bestimmte Informationen in Beziehung stehen. Zum Beispiel ist natürlich die Telefonnummer des Geschäftsführers Christian Trumm eine andere als seine Privattelefonnummer oder eine andere Internetseite, eine andere Website ist hinterlegt. Und diese Möglichkeit bietet die Ansprechpartnerbeziehung eben auch. Also, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass eine Person in einer Beziehung, Ansprechpartnerbeziehung zu einem anderen Geschäftspartner stehen kann. Ja. Insbesondere auch in mehreren. Christian Klein oder in meinem Beispiel Christian Trumm können unterschiedlichen Ansprechpartnerbeziehungen zu unterschiedlichen Geschäftspartnern stehen. Und außerdem haben wir gesehen, dass Geschäftspartner bestimmte Rollen haben können. Ja, eine Rolle ist eben die Möglichkeit, dass ein Geschäftspartner in einem bestimmten Geschäftsprozess eine Rolle einnimmt, zum Beispiel Kunde im Vertriebsprozess. So viel zu dem Stammdatum Geschäftspartner. Was benötigt man im Vertriebsprozess noch außer dem Geschäftspartner? Produkte. Und das ist das Stammdatum, das wir uns als nächstes ansehen werden. Und um uns die Produkte anzugucken, suchen wir jetzt die entsprechende App. Diese App nennt sich Produktstammdaten verwalten. Da ist es schon. Und auch bei den Produkten ist das wieder so wie bei allen Stammdaten. Jedes Produkt ist 1000-mal angelegt, so dass jeder Studierende sein eigenes Produkt hat. Ich verwende alle Produkte, die auf 000 enden. Und ich suche jetzt mal alle Produkte, die es hier gibt, die auf 000 enden. Und hier gibt es die unterschiedlichen Produkte. Sie sehen, dass diese Produkte unterschiedliche Produktgruppen zugeordnet sind. Es gibt Rohstoffe, es gibt Handelswaren, es gibt Fertigerzeugnisse. Wir werden jetzt als erstes das Produkt DXTR 1000 uns anschauen. Das ist eins der Fertigerzeugnisse, die Global Bike herstellt. Und wie immer bei diesen transaktionalen Apps kann ich jetzt hier auf das Produkt klicken und lande im entsprechenden Factsheet. Hier ist die Übersicht zum Produkt. Sie sehen als erstes allgemeine Daten zum Produkt. Das gehört zu einer bestimmten Sparte. Es gibt Produktbezeichnungen in unterschiedlichen Sprachen. Und was besonders bei diesem Produkt auffällt, wenn ich mir hier diese Datenbereiche angucke, dann sind das extrem viele. Das Produkt oder auch das Material, im Vertrieb sprechen wir vom Produkt, aus Sicht der Produktion oder der Materialwirtschaft sprechen wir auch häufig von Material, ist das komplexeste Stammdatum im SAP S/4HANA. Da das Material oder das Produkt in quasi jedem Prozess vorkommt, ja, gibt es eben sehr viele unterschiedliche Daten, die ich zu einem Produkt erfassen muss. Und abhängig davon, was ich mit einem Produkt tun will, muss ich eben unterschiedliche Datensichten pflegen. Aus Sicht des Vertriebs sind folgende Informationen relevant.
Da sind zum einen ja, alles das, was mit Verkauf zu tun hat. Und außerdem sind die Vertriebslinien und die Informationen zu dem Werk relevant. Jetzt kriegt man zurück zu den Vertriebslinien, wie Sie das schon kennen, wie wir das auch beim Geschäftspartner gesehen haben. Hier Überblick. Wir können eben eine Vertriebslinie anklicken und sehen dann hier zusätzliche Informationen. Hier werden wir jetzt die Informationen zu dieser Vertriebslinie erhalten, die eben hier erfasst sind. Da gilt zum Beispiel so eine Information wie, welche Umsatzsteuer ist in Deutschland zu bezahlen für dieses Produkt. Und das Gleiche gilt auch für die Werke. Auch hier haben wir wieder detaillierte Informationen zu den Werken, für die das Produkt jemals angelegt ist. An dieser Stelle möchte ich jetzt nicht auf einzelne Felder oder einzelne Datenbereiche genauer eingehen. Das werden wir noch in Detailvideos machen. An dieser Stelle soll es jetzt mal ausreichen. Es gibt das Stammdatum Produkt aus Sicht des Vertriebs. Es ist ein sehr komplexes Stammdatum und wir werden das eigentlich über das ganze Semester hinweg in jedem Video wieder sehen. Und das Letzte, was ich jetzt noch im System zeige, das sind die Preise für unser Produkt. Wenn wir ein Produkt verkaufen wollen, muss das einen Preis haben. Und wir suchen uns die entsprechende App dazu. Das ist nämlich die App für die Verwaltung der Verkaufspreise. In SAP S/4HANA ist das so, dass ein Preis nicht für ein einzelnes Produkt festgelegt wird, sondern es gibt eine komplexe Konditionsfindung, die eben schlussendlich definiert, wie der Preis für ein Produkt ist. Es gibt die Möglichkeit, zum Beispiel kundenindividuelle Preise festzulegen. Es gibt die Möglichkeit, Preise in Abhängigkeit von Staffeln festzulegen. Da sind schlussendlich der Fantasie des Unternehmens keine Grenzen gesetzt. Die Konditionen, die in die Konditionsfindung eingehen, sind wieder ein Stammdatum, das gepflegt wird. Und das werden wir uns jetzt hier angucken. Und zwar schauen wir uns das an für eines der Produkte, wieder dieses DXTR 1000. Und wenn wir hier suchen, sehen wir, dass es vier Konditionssätze gibt. Das ist jeweils der Preis, Konditionsart PA00, für das Deluxe Touring Bike. Und der ist eben hier abhängig von der Vertriebslinie, ja, der Kombination aus Vertriebsorganisation und Vertriebsweg. Und daran erkennen wir schon, dass wir zum Beispiel in S/4HANA für unterschiedliche Vertriebslinien unterschiedliche Konditionen pflegen können. Prinzipiell können diese Konditionen von sehr vielen Feldern abhängen. Das geht aber jetzt über den Umfang dieser Einführungsvorlesung weit hinaus. Und damit haben wir eigentlich alles das gesehen, was wir an Stammdaten benötigen. Und was wir jetzt zum Abschluss machen werden dieses Videos ist, wir legen einen Kundenauftrag an, der die ganzen Stammdaten, die wir gesehen haben, Konditionen, Materialien und Kunden eben zusammenbringt. Wie machen wir das? Wir gehen auf die App Kundenaufträge verwalten, klicken hier auf Kundenauftrag anlegen und landen dann jetzt in einer klassischen GUI-Transaktion. Also das ist keine von diesen neuen Fiori-Transaktionen. Hier müssen wir zuerst festlegen, welche Art von Auftrag angelegt werden soll. Das ist ein Terminauftrag. Und dann klicken wir hier weiter und können jetzt die Daten zu diesem Auftrag erfassen. Was benötigen wir? Wir benötigen einen Auftraggeber. Wir suchen mit dem Suchbegriff 000 und wir verwenden jetzt die Big Apple Bikes aus New York zum Beispiel. Das ist unser Auftraggeber. Außer dem Auftraggeber, dem Kunden, benötigen wir noch ein Produkt, das wir verkaufen. Hier verwende ich dieses Produkt DXTR 1000 und der Kunde soll davon oder bestellt davon 10 Stück. Bevor der Beleg gesichert werden kann, müssen wir uns jetzt nochmal festlegen, um welchen Vertriebsbereich es sich hier handelt. Das ist der Vertriebsbereich der Fahrräder. Und es muss oder es sollte eine Kundenreferenz vergeben werden. Ich nenne das mal Demo Kundenauftrag 1. Und durch Sichern wird dieser Kundenauftrag gespeichert. Navigieren wir zurück zu Kundenaufträge verwalten. Wenn wir die Suche ausführen, sehen wir jetzt hier, es gibt einen neuen Kundenauftrag. Das ist der Kundenauftrag, den ich gerade eben angelegt habe. Und diesen können wir uns jetzt auch in
der Factsheet-Applikation ansehen. Ja, wir sehen, dieser Kundenauftrag enthält genau eine Position. In dieser Position ist eine bestimmte Menge enthalten. Diese Position hat einen bestimmten Nettowert. Und es gibt noch einige weitere Informationen. Was wir hier jetzt nicht sehen in dieser Factsheet-Applikation sind wirklich die Konditionen, die verwendet wurden, um diesen Preis zu berechnen. Die können wir uns aber auch anschauen. Dazu wählen wir diesen Bereich, diesen Beleg aus und klicken auf die Details. Jetzt landen wir in einer anderen Sicht. Hier müssen wir die Position auswählen und auf Konditionen navigieren. Und hier sehen Sie jetzt die Konditionsfindung, die durchgeführt wurde. Wir erkennen zum einen den Preis. Das ist die Konditionsart, die ich Ihnen auch bei den Stammdaten gezeigt habe. Ja, 3000 US-Dollar pro ein Fahrrad. Und es wurden aber noch weitere Konditionsarten gefunden, die zum Beispiel den Verrechnungspreis für die Verrechnung in der Buchhaltung definieren. Was Sie im Rahmen des Praktikums, wo Sie damit arbeiten werden, auch sehen werden, dass es möglich ist, manuell bestimmte Konditionsarten zu vergeben, zum Beispiel einen Rabatt, dass diese Konditionen auf Positions- und Kopfebene sind. Das werden wir uns allerdings im Detail angucken, nachdem Sie das erste Praktikum durchgeführt haben und selbst einmal mit so einem Kundenauftrag gearbeitet haben. So viel als Überblick zu den Stamm- und Bewegungsdaten für den Vertrieb. Weitere Details zu speziellen Funktionalitäten oder Teilprozessen werde ich in zukünftigen Videos vorstellen. Bis hierhin, danke für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video. Sticker auf dem Laptop. Verdächtig.